Ja, und auch heute heißt es wieder einschalten und Bares sparen. Wie funktioniert's? Ganz einfach. Sie hören jetzt meinem Kollegen Matthias Liebhardt ganz gut zu, gehen dann in das Geschäft, das er Ihnen gleich vorstellen wird, und sagen das Codewort RegioTV, sieh mal an. Ja, und Matthias, wenn ich so zu dir rüberschaue, ein neuer Haarschnitt, der würde dir auch ganz gut tun, oder? Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja zum Friseur. Aber ich habe mir heute einen besonderen Friseur ausgesucht. Und zwar einen, der auch bei unserer Aktion Einschalten und Bares sparen mitmacht. Das ist der Figaro Klaus hier in Biberach. Und ich schaue mir jetzt mal an, ob der Chef persönlich an einem Model das richtig macht. Dann traue ich mich auch unter die Schere. Ich guck mal. Was passiert denn hier mit der Frau vor uns? Ja klar, wir haben ein typisches Modell, wo ein sehr stufiger Haarschnitt gemacht wird. Nach diesen neuesten Modelinien aus Italien. Das sind also sehr durchgestufte Schnitte. Es geht anscheinend mit meiner Frisur gar nicht mehr. Kann man da was machen, oder? Es sieht grausam aus. Ich werde dich retten, damit wir heute Abend noch ein schönes Dinner machen können, zu zweit. Was bekommen denn unsere Zuschauer morgen hier bei euch? Also, wir haben mir folgendes überlegt. Die ersten Zuschauer, wo morgens anrufen bzw. vorbeikommen und dieses Codewort RegioTV sagen, bekommen von mir die ersten 5 einen Gutschein für einen Gratis-Haarschnitt, und die ein bisschen zu spät gekommenen bekommen von mir ein Produkt von Tichy, ein Styling-Produkt mit einer schönen großen Tasche. Dann kommen Sie morgen einfach hierher in die Solgauer Straße 13 nach Biberach zum Friseursalon Figaro Klaus, und dann sagen Sie das Codewort RegioTV Sie mal an, und die ersten 5 bekommen Schnitt umsonst. Die anderen bekommen ein Haarpflegeprodukt umsonst und geschenkt. Was ich jetzt gleich noch mache, schauen wir mal. So, mit der Frisur ist ja jetzt wohl alles super, hoffe ich doch. Und wir zwei passen jetzt total gut zusammen und wir gehen jetzt essen, oder? Gerne. Super, ich gebe zurück ins Studio, weil es geht ja auch keinem was an jetzt, was ich noch mache.